Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von unserem Ridgeback, dem Simba. Und heute sehen wir ihn mal so ein bisschen im Freilauf hier. Mittlerweile, ja, jetzt hängt natürlich die Leine im Bild. Mittlerweile ist es so, also wenn er sich gut macht und nicht an der Leine zieht und schön hört und schön neben mir her tapert und alles gut macht, ja, dann wird er auch mal belohnt hier mit Freilauf dann. Ne? Ich habe hier eine Ecke, die kann ich relativ gut überblicken. Also alles immer noch ein bisschen unter kontrollierten Bedingungen, sag ich mal. Ne? Es regnet ein bisschen oder mittlerweile auch ein bisschen doller. Das ist aber gar nicht so schlimm, ist eigentlich ganz gut, weil so ist halt auch nicht so viel Verkehr. Ne? Also ich meine jetzt mit anderen Hunden, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, hin und wieder rufe ich ihn mal her, ohne ihn anzuleihen, ganz wichtig. Halt, dass er einfach mal lernt, okay, nicht immer, wenn ich komme, werde ich auch direkt wieder die Leine genommen. Das würde ich jetzt auch gerne mal probieren. Simba, hier. Fein, feiner Junge, fein, fein, ja, schön. Ja, du kannst ruhig noch ein bisschen. Kannst ruhig noch ein bisschen, ja. Machst du fein. Na, sag mal, was haben wir trainiert? Na, was haben wir trainiert? Na. Ja, ist auch schön, dass das jetzt mal auf dem Bild ist. Ne? Also trotz Training springt er halt hin und wieder auch noch an, ne? Ja. Ja, wollte ich halt auch einfach mal gezeigt haben. Ich ziehe mir so langsam mal die Kapuze auf. Also der Regen wird immer doller und doller. Normalerweise ist Regen gar nicht sein Ding. Ja. Also Regen findet das voll blöd. Normalerweise, ja, will er dann schon gar nicht raus, wenn er den ersten Regentropfen abgekriegt hat. Also im Moment scheint es ihn nicht zu kümmern. Da hinten ist es irgendwo ein Vogel, den hat er wohl im Visier. Na, sag mal. Ja, ist für mich auch noch ein bisschen ungewohnt, wenn er hier so frei rumrennt. Muss ich ja gestehen. Simba, sind wir hier? Sind wir hier? Fein, fein, fein. Ja, ich muss gestehen, hin und wieder kriegt er dafür noch ein Leckerli. Ja. Nicht immer, aber hin und wieder. So, ich würde an der Stelle auch mal Schluss machen, bevor ich hier meinen Hund im Dickicht verliere. Und ja, wollte ich euch einfach mal gezeigt haben. Ich hole ihn jetzt noch mal, vielleicht noch mal her. Komm mal her zu mir, Simba. Simba, komm her. Komm her. Sagst du noch Tschüss zu unseren Zuschauern? Ciao.